bin Studentin bei der Stadtverwaltung Schwedt-Oder. Ich studiere öffentliche Verwaltung Brandenburg im 7. Semester an der Technischen Hochschule Wildau. Ich bin Julina und im zweiten Lehrjahr der Ausbildung Verwaltungsfachangestellte bei der Stadt Schwedt-Oder. Ich bin Alia und studiere öffentliche Verwaltung Brandenburg bei der Stadt Schwedt-Oder im 7. Semester. Dass ich gerne in der Region bleiben möchte und daher hat sich das hier angeboten. Und ich fand auch sehr spannend, dass es so nah am Nationalpark liegt und dadurch auch sehr viele Aspekte für die Natur hat. Also bei mir war es auch die Heimatnähe und ich wusste auch von vornherein, dass ich gerne in Schwedt bleiben möchte und es ist einfach schön im Hinterkopf zu haben, dass man auch was für die Zukunft macht, für die Stadt, in der man geboren ist. Ja. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also meine Familie und Freunde sind auch alle hier und die wollte ich auch nicht zurücklassen. Außerdem habe ich auch einen Studienort gesucht, der nicht zu weit weg ist. Und da war Wildau echt super. Die 1,5 Stunden Fahrt konnte man dann gut überwinden. Ja. Also ich hatte so viele schöne Praktika, deswegen kann ich mich gar nicht so auf eins festlegen. Aber ich glaube, mein Highlight war wirklich die Stadtplanung und das Stadtmuseum. Also in der Stadtplanung fand ich einfach diese zukünftigen Pläne für Schwedt total spannend, was man da so alles mitbekommen hat. So ein Überblick, was überall passiert. Im Stadtmuseum war einfach diese pädagogische Arbeit auch total interessant. Ich war beispielsweise in der Ausländerbehörde und im Ordnungsamt, wo es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Dann war ich auch wie Alina im Jugend- und Kulturbereich. Genau, da habe ich eine Veranstaltung geplant für Schwedt. Das war auch sehr schön. Und ein Einsatz war auch in der Bibliothek. Da war es auch sehr herzlich und man hat mit sehr vielen verschiedenen Leuten und Gruppen gearbeitet, was ich sehr, sehr schön fand. Ja, genau. Also mir hat es auch in der Bibliothek am besten gefallen. Einfach, weil man so eine große Altersspanne hat. Also von ganz klein bis ganz groß ist da einfach alles dabei. Und die stellen auch so viele Veranstaltungen auf die Beine, wie zum Beispiel die Lesenacht oder das Osterbasteln. Und das hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Ich weiß ganz genau, dass ich dachte, ich kaufe mir was und habe dann das Geld gesehen und habe es dann einfach gelassen, wie es war. Also ich glaube nicht, ich habe mir nichts gekauft, ich war so sparsam. Langweilig. Ja, wirklich, das ist die langweiligste Antwort, die es gibt. Ich verlege gerade. Ich muss jetzt auch erstmal überlegen. Nee, und ja, was beim ersten Wohnung Bank eingerichtet, das war, glaube ich, ja, das Erste, was wir so Ikea. Wir sind eskaliert bei Ikea. Ja. Aber sonst? Nee. Also wir treffen uns häufig und gehen im Park essen, wenn schönes Wetter ist. Oder sind auch schon spazieren gegangen, um ein paar Schritte zu sammeln. Also ich wohne ganz in der Nähe und deswegen kann ich in der Mittagspause immer nach Hause gehen und meine Katzen füttern. Also ich hätte gern vor der Ausbildung gewusst, dass ein ganz großer Bestandteil das Arbeiten und der Umgang mit der VSV ist und dass sie einen einfach die ganzen 3 Jahre lang begleitet und auch sehr hilfreich sein kann. Ich fand, dass im Studium eine große Vielfalt von Gesetzen gezeigt wurde und dass mir am Anfang überhaupt nicht klar war, wie vielfältig der Bereich ist, wo man auch eingesetzt werden kann in der Stadtverwaltung Schwedt. Wie beispielsweise im Standesamt, wo ich dann auch nach dem Studium hinkomme, oder die Stadtplanung, Vergabestelle, Meldebehörde kennen ja viele Leute.
Ja, also mich hat auch die Vielfalt überrascht. Also gerade auch im Praxiseinsatz, wie viele Sachen man da jetzt schon erleben konnte. Auch dass zum Beispiel das Stadtmuseum auch zur Stadtverwaltung gehört. Und da hatte ich auch ein sehr schönes Praktikum. Und wie vielfältig insgesamt die Arbeit in der Stadtverwaltung ist, das konnte ich vorher gar nicht begreifen. Vielfältig. Ja, da würde ich mich anschließen. Das war jetzt auch das Wort, was ich im Kopf hatte. Ich würde noch sagen bürgerfreundlich und offen.